Hallo, ich möchte euch heute das Buch Schwarzsein in einer rassistischen Welt, warum ich darüber immer noch mit Weißen spreche, von Ijeoma Oluu vorstellen. Das Buch hat mir sehr gut gefallen und ich kann es euch wärmstens empfehlen. Ich habe das Buch als kostenloses Rezensionsexemplar bei dem Unrast Verlag angefragt und es tollerweise auch erhalten. Das Buch ist nämlich Anfang diesen Jahres beim Unrast Verlag in der deutschen Übersetzung erschienen. Der englische Titel lautet So You Want to Talk About Race. Wie der englische Titel nahelegt, ist dieses Buch als Hilfe zum über Rassismus reden konzipiert und es enthält einige Hintergrundinformationen zu aktuellen Themen in Bezug auf Rassismus. Die Autorin liefert auch viele Beispiele, viele aus ihrem eigenen Leben. Und sie stellt auch Fragen an die LeserInnen, mithilfe derer man überhaupt seine eigenen Annahmen hinterfragt, seine eigenen Positionen reflektieren kann und so. Und es gibt auch einige Argumentationshilfen für oder besser gegen rassistische Argumente. Die deutsche Ausgabe fängt mit einem Vorwort der schwarzen Journalistin Jana Pareigis an. In Deutschland wird das Thema Rassismus ja oft als so ein US-Problem abgetan. Gerade deswegen fand ich es gut, dass hier im Vorwort noch einmal einer schwarzen Person das Wort gegeben wurde, damit sie aus ihrer eigenen Perspektive berichten konnte und auch so ein Bogen nach Deutschland geschlagen wurde. Dieses Buch bespricht sehr, sehr viele Themen. Insgesamt gibt es 17 Kapitel, die jeweils einem Thema aus dem derzeitigen Rassismusdiskurs gewidmet sind. Um euch so einen kleinen Überblick zu geben, werde ich die Themen einfach aufzählen. Wann geht es um Rassismus? Was ist Rassismus? Der Begriff Privilegien und die Redewendung Check Your Privileges. Was ist Intersektionalität? Hier geht die Autorin zum Beispiel darauf ein, dass sie aus der Perspektive von einer schwarzen queeren Frau spricht. Die Verbindung zwischen Polizeigewalt und Rassismus. Die Existenz sogenannter positiver Diskriminierung, also Hintergründe und Argumente für Affirmative Action, die School-to-Prison-Pipeline, das N-Wort, also die Macht von Worten, die Bedeutung und emotionale Relevanz von Haaren wird an Beispielen verständlich gemacht. Mikroaggressionen werden erklärt und Strategien für Betroffene als auch Zeugen. Und auch Personen, die auf eigene Mikroaggressionen hingewiesen werden, werden aufgezeigt. Es geht um die jüngere Generation, also heutige SchülerInnen. Das hat mir besonders gefallen, weil ich davon noch nicht so viel gelesen hatte. Und die Autorin geht darauf ein, dass derzeitige SchülerInnen einfach ganz andere Erwartungen an die Gesellschaft stellen, als noch zum Beispiel die Generation von der Autorin. Es geht um die sogenannte vorbildliche Minderheit. Also hier geht die Autorin nochmal auf Rassismus gegen Asiatinnen oder vermeintliche Asiatinnen ein, mit konkreten Beispielen. In einem Kapitel geht es um die Vorstellung von guten versus schlechten schwarzen Aktivistinnen. Und ein Kapitel ist dem gewidmet, wie ich als Person darauf reagieren kann, wenn ich gerade als Rassistin bezeichnet wurde. Das letzte Kapitel in diesem Buch heißt Reden ist großartig, aber was kann ich noch tun? Hier gibt es wieder konkrete Beispiele für Handlungsmöglichkeiten. Also wie gesagt, sehr, sehr viele Themen. Mir hat der Aufbau und besonders auch der Ton dieses Buches sehr gut gefallen. Jedes Kapitel fängt mit einer persönlichen Erfahrung der Autorin an, was mir als Leser so einen emotionalen Zugang zu dem Thema gegeben hat, was ich persönlich sehr wichtig fand. Danach kommen so Hintergrundinformationen und einfach Fakten zu dem Thema. Die sind verständlich erklärt und es gibt auch immer eine Fußnote, sodass auch die Quellen zugänglich und überprüfbar sind. Zum Ende eines jeden Kapitels kommen dann noch so Hinweise, Fragen oder auch Argumentationshilfen, die ich persönlich wirklich sehr hilfreich fand, um einfach mein zum Teil etwas diffuses Wissen zu bündeln und Antworten für mich und auch für andere zu finden. Um euch einen Überblick über den Ton zu geben, wollte ich euch zwei Zitate vorlesen. Das erste Zitat ist auf Seite 54. Du wirst das hier königlich vermasseln, mehr als einmal. Es tut mir leid, ich wünschte, ich könnte sagen, dass das Lesen dieses Buches dir garantieren würde, dass du nie ein Gespräch über Rassismus führen wirst.
das sich so anfühlt, als hättest du alles falsch und alles noch schlimmer gemacht. Aber ich kann nicht. Es wird passieren. Das zweite Zitat kommt relativ vom Ende des Buches, und zwar von Seite 233. Ich weiß, dass das Thema Rassismus und rassistische Unterdrückung riesig erscheint. Und es ist riesig, aber es ist nicht unüberwindbar. Wenn wir es in seiner Gesamtheit betrachten, scheint es zu viel zu sein. Aber verstehe, dass das System so von dir gesehen werden soll. Die Wahrheit ist, dass wir alle jeden Tag die Hebel in diesem weiß dominierten System ziehen. Die Art und Weise, wie wir abstimmen, wo wir unser Geld ausgeben, was wir tun und nicht tun, das sind alles Teile des Systems. Wir können uns nicht aus einem rassistisch-repressiven System herausreden. Wir können aber reden, bis wir verstehen. Und wir können dieses Verständnis dann zum Handeln nutzen. Das erste Zitat zeigt, wie die Autorin es immer wieder schafft, Raum zu schaffen und einfach anzuerkennen, dass das Reden über Rassismus unangenehm sein kann für alle Beteiligten. Und sie erkennt die Realität an, dass einfach immer wieder Fehler entstehen können. Das fand ich auch neu zu lesen oder angenehm neu zu lesen, weil ich oft das Gefühl habe, als Einziger, obwohl ich mich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetze, Fehler zu machen, und dass das daran liegt, dass ich einfach schlecht bin. Aber gleichzeitig werden die Fehler halt von ihr nicht verharmlost oder entschuldigt. Und wie das zweite Zitat zeigt, fordert die Autorin auch einfach immer eine Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus, eine Reflexion und eine Weiterentwicklung. Das kann als Herausforderung gesehen werden und ist auch eine Herausforderung, aber gleichzeitig zeigt es auch, wie viel Hoffnung auf Veränderung vorhanden ist. Und genau diese Hoffnung, die direkt gesagt wurde, ist, aber für mich auch in allen immer so zwischen den Zeilen steckt, diese Hoffnung auf Veränderung fand ich sehr ermutigend beim Lesen. Wie ihr merkt, bin ich sehr begeistert von diesem Buch. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Auch wenn ihr eigene Meinung dazu habt, wenn ihr das anders gelesen habt, genau, einfach wie ihr das Buch fandet, wenn ihr das gelesen habt, würde mich sehr interessieren. Ansonsten war's das. Bis bald!